Hallo zusammen und willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Wir im zweiten Teil jetzt, kann man fast sagen. Also wir haben 8 Kolosse besiegt. Das heißt, es bleiben noch 8 übrig, um unseren Traum zu erfüllen. Unsere geliebte Mona, oder wie sie hieß, irgendwie so in die Richtung, wiederzubeleben, die Seele zu beschaffen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Wir müssen jetzt erstmal zum 9. Koloss, der anscheinend in einer... Also nicht in der Höhle, sondern eher in einem, ja, in einem stillgelegten See, in einem Loch dann wohl lebt. Also in diese Richtung müssen wir, okay. Dann geht's los. Langsam, aber sicher. Wie es aussieht. So, die Richtung hier. Alles klar. Wir können mal auf der Karte schauen, wo wir ungefähr hin müssen. Ich gehe davon aus, hier geradeaus, und dann seht ihr oben links, seht ihr da so eine Nische. Ich glaube, da müssen wir hin. Das könnte ich mir vorstellen. Also erstmal hier rechts über die Brücke, um auf die andere Insel zu gelangen. Und dann einfach geradeaus. Ich bin gespannt, was uns jetzt für ein Koloss erwartet. Das ist ja immer höchst... Oh, jetzt renne ich aber falsch. Ich wollte eigentlich darüber. Dann müssen wir mal umdrehen. Ich will ja eigentlich hier rüber. Ich hätte rechts, also links abbiegen müssen. Nicht geradeaus. Hier muss noch ein Weg entlang gehen. Genau diese kleine Brücke hier. Na. Das stört mich ja manchmal. Ich weiß, ich sag's fast jedes Mal, aber es ist halt tatsächlich sehr nervig. Steuerung. Naja. Dafür ist hier diese Atmosphäre, das ist eigentlich schon ziemlich cool gemacht. Auch wenn alles sehr leer ist und wenn wir wirklich nur auf Kolossjagd sind, ist das immer noch ziemlich cool. Da ist noch ein Schrein zum Beten. Wo rennst du denn hin? Ich glaube, ich muss das Pferd mal nochmal neu zügeln hier. Gibt's ja gar nicht. Zack. So, jetzt haben wir den nämlich auch noch mit hier drauf. Auf der Karte. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber... Lieber haben als wollen. Sage ich immer so gern. Oh. Da kommen wir wohl nicht runter. Müssen wir da hinten runter. Hopp, Gaul. Gib Gas. Hier sowas kann der doch runterspringen eigentlich, oder? Ja. Einfach mal drüber laufen. Oh, okay. In welche Richtung? Darüber, ja. Oh, da müssen wir direkt doch hier rein. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, wir müssen weiter links in diese kleine Nische, aber nee. Oh! Ähm.
So ganz hat das nicht funktioniert, wie ich das wollte. Aber Gott sei Dank, guck mal, hier haben wir gespeichert. Das Pferd ist bestimmt auch in der Nähe. Ja. Ich dachte nicht, dass da eine Schlucht wäre. Aber naja. Ach, jetzt ist ja hier wieder dieser Berg. Okay, also runterfallen funktioniert schon mal. Oh ja, guck mal. Oh ja. Da haben wir aber einen Hops gemacht. So, ich glaube, wir müssen trotzdem hier hinten lang. Weil das scheint ja hier. Ja, das scheint ja hier der Weg zu sein. Ja. So, auch wenn wir hier jetzt irgendwie anscheinend nicht so schnell. Achso, das ist nur so eine kleine Schlucht. Da hinten kommen wir rüber. Das heißt, einmal außen rumlaufen. Warum wird das hier so dunkel? Hier ist es wieder hell. Hier ist so eine kleine... Alter. Rennt der gegen einen Baum? Lauf! Also außer nach vorne drücken und Dreieck kann ich auch nichts machen. Wenn es dann nicht läuft, läuft es halt nicht. Das ist ja auch nicht. Ja, das ist echt anstrengend. Müssen wir da außen rum oder was? Nee, ich will da rein. Komm mal da hin. Da. Ja, es ist ziemlich duster hier. Aber das hier scheint schon so dieser See zu sein. Oder zumindest mal das, was noch übrig ist. Müssen wir nur noch den Koloss finden. Oder müssen wir noch weiter rein? Nee, nee, ich glaube, das hier. Ich glaube, wir sind schon richtig hier. Ich glaube, noch weiter hier rüber können wir ja gar nicht. Ah, doch. Hier. Können wir wieder raus oder kommen wir da jetzt dann zum Koloss? Ne, hier kommen wir, glaube ich, raus. Okay, es zeigt nach unten. Nach unten gibt es aber hier irgendwie keine Option. Also ich möchte da jetzt nicht runterkrabbeln. Ich glaube auch nicht, dass das geht. Okay, erinnert ein bisschen an eine Schildkröte. Wow, eine riesige Schildkröte, die auf uns schießen kann. Ich lasse das Pferd jetzt einfach mal da hinten stehen. Steht schon gut da. Wo ist denn das Pferd jetzt hin? Vielleicht müssen wir die Schildkröte erst da rauslocken.
Ah, und dann müssen wir die bestimmt hier auf so einen Geysir ziehen. Wo ist er hin? Ah, da. Oh, oh. Autsch. Mist. Oh, oh. Ja. Komm, hier ist so ein Geysir. Komm hier rüber. Wow. Komm hier rüber. Du dumm Ding. Oh oh. Komm noch ein Stück. Komm noch, komm noch, komm noch, komm noch. Oh, jetzt sind wir wahrscheinlich tot. Nee, noch nicht. Komm. So, es steht jetzt auf dem Geysir. Aber das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Also das ist auf jeden Fall nicht die Lösung für unsere Probleme. Los. Das bedeutet aber auch nur, dass wir vielleicht hier vom Schwanz her hochkommen. Vielleicht irgendwie so. Ja. Oh oh. Nein. Vielleicht komme ich hier irgendwo hoch. Ne. Ah, doch jetzt. Guck an. Und dann müssen wir hier an die Füße. Zack. Und dann müssen wir da hoch oder was? Nee, nee. Da ist noch der nächste. Zack. Okay, zwei haben wir. Jetzt können wir vermutlich hochkrabbeln. Und jetzt ist er wieder topfit. Irgendwie habe ich Angst, platt gemacht zu werden. Ja. Vielleicht gibt es hier unten drunter noch eine Stelle. Na, auf jeden Fall ist da Gras. Also nicht Gras, es ist hier ist Fell. Das heißt, irgendwie müssen wir natürlich da hoch. Ich glaube, wir waren da eben schon auf dem richtigen Weg. In die Füße schießen. Das Ding muss natürlich auf dem Geysir stehen. Oh. Wo läuft er denn jetzt hin? Ich glaube, die Beine müssen wir. Ganz klar, aber da einfach so? Ne. Müssen hier schon irgendwie unter die Füße geraten. Das ist das Schwierige an der Geschichte. Und dafür müssen wir wieder an so ein Geysir. Aber wie oh, oh, oh. Ja.
Weiß nicht, wie wir den auf den Geysir bringen sollen. Das war eben Zufall. Wo haben wir denn noch so einen Geysir? Hier drüben haben wir einen. Komm. So, hier trifft er uns auf jeden Fall mal nicht, das ist schon mal gut, aber er schießt auch nur, er kommt ja nicht. Du kannst ja mal rüberkommen hier. Komm da näher? Oh ja, doch, er kommt. Er kommt, er kommt. Ah ja. Die Geysire sind's. Zack. Sag mal, zwei Füße schon zu. Ah, jetzt liegt er auf dem... Ja! Jetzt liegt er auf der Seite. Und wir müssen von der Seite jetzt dran. Jetzt kommen wir nämlich hier an den Bauch. Wo ist denn der Bauch? Da ist der Bauch. Zack. So, jetzt müssen wir nur noch die schmerzhafte Stelle finden. Die er nicht hat. Ja, irgendwo muss er ja eine Stelle haben. Vielleicht am Hals. Ne. Das ist auch keine Stelle, an der wir uns festhalten können. Dann muss es hier irgendwo sein. Ne, hier ist aber auch nichts. Schade. Das steht da nämlich schon wieder. Okay. Also wir wissen jetzt, wie wir drankommen, aber das bringt uns im Moment leider noch nicht weiter. Komm, stich mal zu hier. Geht das? Ne, geht gar nicht. Also wieder auf einen Geysir. Leider die... Na... Komm jetzt. Stelle leider nicht gefunden. Wahrscheinlich doch irgendwo im Kopf. Ach guck mal, wir können gar nicht da durchschießen. Was ja logisch ist. Ja, wahrscheinlich müssen wir ihm in die Augen oder so. Das kann ich mir noch vorstellen. Oh oh. Komm jetzt. So, jetzt müsste er drauf sein. Aber der Geysir war nicht aktiv. Oder doch? Nee. Hier, der Geysir ist aktiv. Komm. Gar nicht mal so einfach. Gar nicht mal so einfach. Das Problem ist aber, glaube ich, nicht die Schildkröte selbst, sondern wirklich diese Geysire hier. Den da drauf zu bekommen. Oh nein, lauf!
Komm. Jetzt steht er da und qualmt und macht nichts mehr. Okay. So ganz einverstanden bin ich mit dem Koloss hier noch nicht. Keinen Fall. Ist ja schön, dass du da die Feuerbälle schießen kannst, aber ja, jetzt ist der Geysir nicht mehr aktiv. Wow. Doch, jetzt ist er aktiv, ist er aber hinten am Schwanz und nicht am Körper. Wow. Das ist echt ein Mist hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann ja nur warten, bis er hier auf so einen Geysir rennt. Stunden später macht er das dann auch mal. Komm hier rüber jetzt. So, jetzt noch ein Schritt. Na, jetzt schießt er wieder. Genau. Jetzt aber, oder? Und was ist denn hier mit dem Geysir? Bringt nichts. Muss noch ein Stückchen. Noch ein Stück näher. Jetzt? Na, jetzt ist er nicht mehr aktiv. Gleich sind wir tot. Kann mir doch keiner erzählen, dass man das planen kann hier. Ich meine, wir können dem Feuer eh nicht ausweichen. Jetzt ist der Geysir wieder weg. Jetzt haben wir gleich kein Leben mehr. Wow. Los, komm. Was ist denn hier? Steig auf. Er hat keine Lust. Lauf doch. So. Jetzt muss er an das Ding. Muss er über den Geysir. Er ist ja schon zweimal über den Geysir gerannt, aber es interessiert ihn ja nicht. Da, schon wieder. Komm mit hier rüber, hier drüben ist ein schöner Geysir für dich.
Nein! Jetzt aber. Nee. Jetzt muss der Geysir aktiv werden. Jetzt schießen wir nicht richtig in den Bauch. Ah, oh Mann! Los, dreh dich. Dreh dich schön auf den Geysir. Jetzt muss der Geysir. Jetzt nicht mehr. Wieder zu spät. So Bosse liebe ich ja. Die einfach mal eine Stunde brauchen. Genau, jetzt ist der Geysir wieder inaktiv. Das heißt, wenn er jetzt gleich drauf rennt, passiert wieder nichts. Oh ja, jetzt hat es uns getroffen. Na los, komm schon jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt ist er wieder. Das trifft nicht. Ah, das sind ja die Momente in so Spielen, die regen mich einfach auf. Da werde ich richtig, richtig genervt und aggressiv, weil das einfach scheiße ist. Entschuldigung. Aber es ist so. Ich weiß halt auch nicht, was ich da anders machen soll. Da kannst du nichts anders machen. Der muss doch einfach da drauf rennen, auf diesen verdammten Geysir. Ja, jetzt ist er drauf, aber nein, nichts passiert. Aha. 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 Nein. So. Mach deine Rolle. Seitwärts. Also wenn wir jetzt auf dem Vieh drauf sind, gehen wir nie wieder runter. Jetzt sind wir Gott sei Dank auch sehr schnell drauf gekommen. Müssen wir nur noch die Stelle finden. Muss ja auch eine Stelle sein, an der wir uns festhalten können, ne? Ich gehe wirklich davon aus, dass wir hier irgendwo am Hals so eine Stelle haben.
Aber da kommt man nicht hoch. Ja, und jetzt war es das. Da fallen wir wieder. Oh nein, wir sind noch oben. Wir sind noch oben, wir sind noch oben. Oh, wir sind aber... Ich sehe gar nichts mehr. Oh ja. Am Arm sind wir noch. Okay. Mm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Halt dich fest, wenn du fallen willst. Halt dich doch! Okay, also zu eurer Info, ich werde die Folge etwas kürzen und werde einfach nur die besten Sachen zusammenschneiden. Das hier macht keinen Sinn. Das kann auch Stunden dauern, bis ich hier fertig bin. Wo rennt er denn jetzt hin? Oh, reg mich doch nicht auf, ey. So. Jetzt schauen wir doch mal. Also die... Nee, die Arme sind's nicht. Die Frage ist, wie kommen wir an seinen Oberkörper? Also wie kommen wir an seinen Kopf? Über seinen... Hier drüber müssen wir wahrscheinlich laufen. Oder? Nee. Ah, wir können aber hier drauf stehen. Jetzt pass mal auf. Das wäre doch noch eine Idee, ja? Nein! Er hält sich nicht fest!
Okay, auf ein neues. Vielleicht müssen wir hier am Bein hoch, ne? Wir müssen hier hoch. Frage ist nur, wo müssen wir dann hin? Irgendeinen Weg wird es doch geben. Hier ist eindeutig keine Stelle. Offensichtlich. So, hier gibt es nichts mehr zum Festhalten, deswegen müssen wir jetzt aufpassen, wo wir hinkrabbeln. Komm, lauf! Nicht nur... Da! Ah. Da will ich hoch. Nein, halt dich fest, du Affe. Was machst du denn? Der fällt da nur rum. Das gibt's ja gar nicht. Ich will da hoch. Ach ja. Genau. Schüttel dich bitte noch mehr. Hier gibt's gar nichts zum Festhalten. Renn ich jetzt in die falsche Richtung, ja? Nee. Doch. Der fällt hier rum. Das gibt's ja gar nicht. Da am Kopf ist eine Stelle. Ah, endlich. Ah, Mann. Jetzt werden wir das hier schnell beenden. So, Feierabend. Wow. Was für ein Koloss. Sorry für meine Ausdrucksweise und sorry für meine Gefühle, aber so sehr hat mich noch keiner der Kolosse aufgeregt. Wenn die anderen genauso werden, dann habe ich entweder gar keine oder graue Haare, bis wir hier fertig sind mit dem Spiel. Mann, Mann, Mann. So, unser nächster Feind wird hoffentlich wieder ein bisschen angenehmer und wird mehr Spielspaß bereiten als der hier. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wie gesagt, sorry nochmal. Ich habe es jetzt auch nicht rausgeschnitten, deswegen dauert die Folge so lange. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.